Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt mit Outlast fertig. Richtig, und Und da dachten wir, jetzt spielen wir ein gutes Spiel. jetzt spielen wir ein gutes Spiel. Kontrastprogramm. Long live the Queen. Ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel. Er hat es schon gespielt, ich nicht. Du hast aber Videos geschaut, das reicht. Komm, Ich go. habe Videos gesehen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch ein paar Worte verlieren oder fangen wir einfach Einfach sofort an? go. Dieses Bild sagt eigentlich in Das meinen sagt Augen alles alles. aus. Mehr muss man nicht wissen. Start! Okay, warte, wer spricht wen? Willst du der Duke sein? Ich mache den Jostling King Dowager Duke of Colorist. We're almost home. Your room is just the way you left it. Du bist die Prinzessin. Ich bin die Prinzessin, okay. I know it's hard to leave your school and all your friends, but I've arranged the best possible tutors for every subject. You'll have to work hard this year to prepare yourself before your 15th birthday, but I know you can do it. You'll learn quickly and you'll make a wonderful queen. It's what your mother would have wanted. This is not what Mana would have wanted. She wouldn't have wanted to die and leave me. No, she wouldn't, but sometimes bad things happen. We have to pick up and carry on. All of Noah depends on us, on you. I will be here to guide you until your coronation, but the decisions you make are ultimately up to you. Come, your mates are waiting. Okay, wir brauchen kein Tutorial, oder? Du hast das schon gespielt, deswegen vertraue ich da jetzt einfach mal Ja, das drauf. ist nicht so schwer. Ich I've erkläre played das this gut. before. Gut. Also, dann gehen wir auf Skills. Wir sind Das dieses sind wir. 14-jährige Genau. Etwas. So, du siehst hier bei Skills, du hast Social, Physical, Intellectual und Mystical. Und dann hast du hier immer Agility, das sind so Unterkategorien, dann hast du darunter nochmal Unterkategorien. Ja, das sind Und unsere Fähigkeiten. darüber sind so Zahlen. Also da zum Beispiel minus 1 auf Royal Demeanor, plus minus Ja, 2 auf das sind Conversation. die Boni oder Mali, die wir halt Genau. bekommen, abhängig von unserem. Wenn du auf plus 0 hast, Ja. dann kannst du unter Classes, gehen wir unter Classes. Wenn du unter Classes gehst, dann hast du hier die ganzen Überkategorien, dann kannst du da drunter gehen auf History oder so. Oder auf irgendwas, ist ja egal. Military, History. Ja, und Und dann dann kann siehst du ich da hier No in sagen, History, bla bla bla. alles klar. Wenn du keinen Bonus hast, wenn es plus 0 ist, dann kriegst du 2, also kriegst du 5 mal 2. Ja, weil 5 Tage in der Woche, 2 Stunden 5 Tage oder in der Woche, sowas. 2 Stunden am Ja, Tag. genau. Wenn du minus 2 hast, Dann kriegst du 0. krieg ich gar nichts. Und wenn ich Und halt plus genau. 1 habe, kriege ich ja plus 1 Genau. und sowas. Ja, Das ist das ist kein klar. Multiplier, sondern es ist ein Bonus, den du dazu kriegst. Jetzt noch eine Kleinigkeit ist, wenn du was hochlevelst, dann hast du den Standard-Bonus drauf. Also wenn du jetzt Dance auf plus 10 machst, also wenn du jetzt Dance damit würdest, würdest du Ja. 10 auf Dance haben, Ja. ne? Weil du keinen Bonus drauf hast. Dann ist das nächste Mal, wenn du machst, hast du einen plus 0,1 Weil ich Bonus es schon mal drauf. gemacht habe. Weil du es schon mal Okay, gemacht hast. okay. Aber auf das gesamte Agility-Ding dann. Man kann ja mal kurz sagen, also wer das kennt, das ist so ein bisschen wie so ein Dating-Sim oder sowas Nein, nein, das ist oder eine ein, Visual Novel oder so, ja, sowas. so eine Mischung aus Visual Novel, Life Sim und Dark Souls. Ja. Ja, es gibt nur die Bezeichnung jetzt als das Dark Souls der Visual Novels oder der Ja. Dating-Sims, weil, ja. Weil Dark Souls ist das Synonym für schwierige Spiele. Ich kann ja gerne mal sagen, also es soll sackschwer sein. Ich habe nur ein paar Es Videos ist weniger gesehen. schwer, es ist nur an manchen Stellen ein bisschen unfair. Du musst halt wissen, was kommst, Ja. sonst verreckst du Ja. einfach. Also, kurz, ich fasse das mal kurz zusammen, dass wir das raus haben. Wir sind eben diese kleine Prinzessin und wir sind 14 und mit 15, also wir müssen jetzt ein Jahr lang eben das Reich führen und dann werden wir zur Königin und dann haben wir es geschafft, glaube Ja. ich. Das ist das Ziel. Und das Spiel hat immer 3 Phasen. Das heißt, wir am Anfang der Woche wählen wir aus, was für Skills wir lernen. Und Ja. dann kann man gerade unter Classes machen. Richtig. Danach passiert immer irgendwas. Alles Mögliche. Danach können wir danach gibt es uns so ein Fenster. Da können wir entweder ein bisschen Story zusätzlich lernen oder wir können unseren Mut Unsere einen Stimmung, Einfluss drauf ja. haben. Unsere Einstellung, genau, die Stimmung beeinflussen. Ja, und das hier Und sind eben die Ja, genau. Und verschiedenen je nachdem, welche Stimmung wir Ausrichtungen. haben, zum Beispiel wir sind gerade deprimiert. Wenn du deprimiert bist, redest du nicht gern mit Leuten. Deswegen sind wir gerade nicht so gut darin, wenn es um Conversation geht. Weil ich Conversation kriegen wir null, weil wir halt eben darin gerade kacke Aber sind. wir können gut mit Tieren und uns gut ausdrücken. Genau. Also nee, das ja, so ein Ja. bisschen. Also wir können unsere Stimme und unsere Instrumente Genau, das ist halt eher so künstlerisches und dann mit Tieren da, das halt beruhigt und so Ich Logik frage halt mich, ob wir dahinter. Triangel lernen können. Sicher das Erste, was du lernst. Okay, also, dann fangen wir mal an. Also, Moment, also wir überlegen mal kurz, wir schauen mal noch mal kurz. Also, wir haben hier plus 1 Expression und Animal Handling. Ich würde sagen, das trainieren wir direkt mal als erstes, weil wir wollen keine Boni verschwenden. Wir Also. wollen keine Boni verschwenden und wir wollen Hunde. Wir brauchen Hunde, Wir brauchen weil Hunde. sonst verrecken wir nachher an Schokolade. Das ist jetzt ein kleiner Da Spoiler. weiß ja schon ein bisschen mehr Da, als ich bin noch ich. nie weitergekommen als die Schokolade. Also wenn wir es Okay, schaffen, an also. der Schokolade vorbeizukommen, dann ist gut. Aber das dauert noch ein Weilchen, bis wir Hunde. ankommen. Und das andere war Expression, Public Nein, 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 Speak. Nee, Conversation haben wir 0 nee, gerade. Expression. Decoration, Instrument, Decoration.
Drawing, pointing, ach, das doch nicht. Komm, wir müssen uns immer überlegen. Ich will mir ja immer vorstellen, dass ich ein Prinz oder ein König bin, aber wir sind eine Prinzessin. Deswegen lernen wir jetzt Dekoration. Ich habe immer so eine Kriegerfrau gemacht. Und dann musst du wir machen das jetzt aber richtig. So, dann. Bitteschön. Ach, oh, die sieht so traurig aus. Ja, die ist ja auch gerade deprimiert. You visit the kennels and learn about different breeds of dogs. Okay. You discuss the nature of beauty. Oh, Gottes Willen. Looking around the landscapes of Jesus people. Okay. So, weiter geht's. What's so? Oh. What's all that noise outside? Who's here? Das halten die Leute nicht lange durch. Also. Du das. It's my cousins and my aunt and uncle. Darling, we were so terribly sorry to hear about your mother Fidelia. Thank you. You look well, niece. Hi! Nee, die machst auch du. Hi, Lani. Hi, Lani. I haven't seen you in ages. Will you be staying long? Yep, mommy said we've been all here all month. Maybe we'll have some time to talk later. Wir sind cheerful. Okay, und hier können wir jetzt überlegen. Ja, hier, now that you've finished studying, what will you do for the weekend? Und wenn du da jetzt mal drüber gehst, dann siehst du da Lonely, cheerful. Mm. Das beeinflusst halt, was du hast. Du kannst unten auf Mut nochmal nachschauen, was du da skillen möchtest. Ich bin dafür, wir machen das Depressed mal weg, weil das gefällt mir nicht. Ich will, dass die Frau. Es gibt halt verschiedene Arten, das zu machen. Also, wenn du nochmal zurückgehst, es gibt Attend Service. Attend Service macht immer -1 auf das, depressed, was du gerade Stimmung hast. Okay, okay. Aber ansonsten ist halt immer so, du kannst nicht eins einzeln beeinflussen. Mhm. Einzige, was das kann, ist Service. Aber du kannst jetzt halt auch zum Beispiel mit deinem Vater oder mit deinem Vater reden. Oder die ob beiden. Das was bringt, ist die nächste Frage. Aber meistens gibt es dir irgendeine Story. Und die Dungeons, die sind halt nur dafür da, dass du, wenn du deinen Mut behalten möchtest, kannst du behalten. Dann würde ich sagen, red mal mit dem Vater. Ich glaube, das, Dad, can we talk? I'm sorry, your uncle and I have things to do. Maybe another time. Ja, toll. Okay, also wir haben immer noch depressed. Das heißt, ich würde sagen. Genau, und jetzt hast du gesehen, die Bogen sind besser geworden. Ja. Ich würde sagen, wir skillen einfach nochmal direkt das gleiche. Jetzt nur noch eine Kleinigkeit. Du kannst Sachen nicht über 50 skillen, wenn die anderen zwei Skills in der Kategorie nicht über Level 25 sind. Okay. Das muss man immer wieder. Wir sind ja noch nicht dabei. Komm, wir machen das jetzt nochmal. Mehr Hunde. Learn the standard commands for working with trained hunting dogs and retrievers. Okay. Study the theory of cut. Die Theorie der Farben. Ja. Oder ist das die Farbenlehre? Ja. Egal. Oh, they complement and contrast. Das ist doch völlig legit. What's that commotion outside, Father? What's going on? So, ach. Ich bin dafür, du machst die ganzen Frauen. Warum muss ich die Frauen machen? Okay, warte. Ich mach die. I've come to pay my respects in honor of your mother. You have no respect or honor. It's because of you and your powers that my wife is dead. What? I am a lumen, as was she, and like every lumen, I am willing to give my life if necessary to protect our domain. Your line has been traitors for 200 years, and I won't have you corrupting my daughter. That is for the crown princess to decide. Elodie, your mother trusted me, and I have much to teach you. Oh, okay. Ja, jetzt kannst du eine Entscheidung treffen. Send her away, so, arrest her, ich möchte an der Stelle nochmal kurz was erklären, dann hast du alles von dem Spiel. Mhm. Solche Dinger, die kommen ab und zu vor. Da kannst du dann halt deine eigene Entscheidung treffen. Ja. Aber meistens ist es so, dass je nachdem, was du für Skills hast, kommt immer so ein Test. Mhm. Und das steht dann immer dran, Test und dann weiß ich was, Decoration und dann entweder Failed oder Success. Je nachdem, was ich halt vorher gelernt habe. Genau, je nachdem, was du davor gelernt hast. Und die Dinger, aktuell hat, an der Stelle wirst du immer 3 haben. Mhm. Aber es gibt später Fälle, wenn du zum Beispiel gar nichts darüber weißt, dann failst du den einfach sofort und kannst gar nichts entscheiden. Mhm. Wenn du dann ein bisschen was drüber weißt, dann kriegst du vielleicht 2 Optionen. Mhm. Wenn du ganz viel drüber weißt, kriegst du eine ganze Liste und alles sind gut. Mhm. Aber je weniger du weißt, umso schlechter sind sie meistens. Okay. Aber man kann nicht alles kennen. Du kannst, es ist, glaube ich, unmöglich, alle Tests hinzukriegen. Das heißt, man muss halt nicht nur was. Ich habe ja auch keine Ahnung, was alles als Test kommt. Ja, klar. Okay. Das weiß ich auch nicht. Also, der Vater hat zwar gemeint, dass die eine Verräterin ist. Nein, aber. Was war mit der ist, dass. Also sie stammt aus einer Linie von Verrätern. Ja, also die Mutter, die war eine Lumen. Ja, das habe ich schon. Diese Magierin. Ist eine Magier. Und die Frau ist auch eine Lumen. Und jetzt ist nur der Vater. Ja gut, das ist jetzt eigentlich Story, aber du kannst ja mal nicht entscheiden, was du willst. Ich glaube, das ist das Sicherste. Erstmal sie. Also wegschicken, ich glaube, dann läuft, ist sie weg. Dann läuft die weg und macht irgendwie Scheiße. Das arrest her, let her stay. Ich glaube, wir sperren sie mal ein, das dürfte am sichersten sein. You're a traitor to the crown, and I ought to have you executed. Guards, arrest her! Throw her into the castle dungeons and let her rot! Ja. Well, I suppose she won't be a problem anymore. Der Typ ist cool. Der chillt halt einfach. So, die ist jetzt halt in den Dungeons, das heißt, du kannst jetzt auch nachschauen, kannst die auch besuchen gehen, wenn du willst.
Gucken wir mal. So, wir sind... Afraid ist nicht so gut, glaube ich. Es ist nichts besser oder schlechter als die anderen. Die sind nur dazu da, wie du deine Fähigkeiten hast. Ja, das ist klar. Es ist die Frage, was will ich überhaupt lernen? Ich glaube, ein bisschen, also trotz allem, was ich an Sachen gesehen habe, wichtig ist, glaube ich, vor allem, Intrige, ja, weil ich glaube, dass das größte Problem sind die Adligen im eigenen Land, die einen umbringen wollen, ja. und einen machen, und deswegen müsste ich mal schauen, was könnte denn, Intrige könnte denn eigentlich das hier helfen, weil wenn man Angst vor allem hat, wenn man paranoid ist, dann lernt man vielleicht besser, was andere Leute gegen einen planen könnten. Ich glaube eher, da muss man Yielding sein, weil es sind so wolfische Sachen. Oder sowas, Yielding, was kriegen wir denn da? Da kriegen wir viel Yielding. Aber ich weiß es jetzt auch nicht. Pressured. Kannst du einfach mit deinem Vater reden? Ich rede mit dem Vater. Dad, what really happened to Mom? She was a Lumen, a magic user. It was meant to be in reserve to defend our domain, but she insisted on... You don't need to hear that. She used magic. It drained her strength. She thought it was harmless, and it wasn't. Eventually, her heart just stopped. Wahrscheinlich genauso wie bei Outlast. Es hat einfach Herzversagen. Einfach Herzversagen, immer Aufzug. That's why I don't want you involved with it. Mhm. Ja. Schau, also die Frau, die du gerade eingesperrt hast, die hat eigentlich gar nichts Böses gemacht. Die ist halt auch nur Lumen. Dein Vater ist halt nur ultra rassistisch. Ja, der ist halt nur ein bisschen vorsichtig, alles klar. So, die ist immer noch depressiv. Decoration, Instrument. Ich lerne mal noch ein bisschen Hunde, einfach nur weil du gesagt hast, dass das hilft. Und dann lerne ich mal noch ein bisschen Voice, weil ich glaube, man sollte auch ein bisschen sprechen können. Das ist jetzt meine Logik. Ja, Hunde und dann Stimme. Sprich, Frau. Ja, da geht's aber ums Singen. Ach so. So, Hunde soll es jetzt nicht mehr weitergehen, weil du kommst nicht über 50. You practice deep breathing exercises to build up your ability to sustain a note. Ach so, da geht's um Singen. Ja. He loves me not. Lottie, do you have a boyfriend? Not really, I just like to play with the flowers. Nah, me too. You gather your skirts and prepare to sit down, and all of a sudden, a hissing noise alerts you to a hidden danger. A snake! Jalot, don't move! Oh, kacke! you grab for a stick to push the snake away, but you lack the skills to do the job properly, and poking the snake only makes it angry. Too fast to see, it lunges forward and sinks its fangs into your leg. Fuck! Oh! The snake slithers away, but it's too late now. A strange tingling sensation begins. Och, nö, that's a milk viber. They are. Och, nö! Verrecken wir jetzt schon, oder was? Ja, your leg is going numb. You stumble and fall to the ground. Hold on! Your cousin kneels beside you and presses her hands over the bite mark. The area throbs painfully, then begins to feel warm. After a minute, you're dizzy, but your leg isn't buzzing anymore, and even the wound has disappeared. How did you do that? I don't know how I do it. I just can. I'm not supposed to tell anybody. People think it's freaky. You won't tell, will ya? Of course not. I'm just lucky you were here. Oh, cool. Girls, what's going on out there? I heard yelling. Nothing. He saw a snake, but it got away. A snake? That's it. Jollot, pack your things. We're going back to Mira. It's not safe here. Mm. Oh. Schade. Gut, da sind wir mal wieder knapp dem Tod entkommen, weil wir eine Cousine haben, die irgendwie uns heilen konnte. Ja, an der Stelle kommst du aber immer. Da stirbst du nie. Das geht gar nicht. Das ist gut. Ich dachte schon, das wär's jetzt wieder. Gehen wir mal in den Dungeon. Venture to the depths of the castle dungeons. The Duchess of Ursul, das ist die, die wir eingesperrt haben, ne? Sitting perfectly straight on the bench against the wall and looking your direction as if she'd been expecting you. Caution is wise for one in your position. Hasty judgments can lead to trouble. Okay. Are you ready to listen now? Na klar doch. What do you want to say? It is the responsibility of the king or queen of Nova to handle magic energies to protect the domain. This is what a Lumen does, what your mother did, and what I do. My father said it was your fault she died. What he said was that she died by magic. Being a Lumen is never safe. We pay a high price for our powers. But without a Lumen queen, this entire domain is at risk. Release me, and I will teach you what you need to know to keep your responsibilities. Ach, kacke. Ja, komm. Hol mal so raus. Ja, ich meine, du hast ja jetzt gelernt, dass die eigentlich völlig unzureichend eingesperrt wurde. Ja. I'll have the guards release you.
Ja, weiter. Ach, ich glaube, das dauert immer zu lange, wenn wir das jetzt alles vorlesen. Ja, alles machen. Das, gut. Schauen wir mal. Also Dogs bringen jetzt nichts mehr, dann machen wir... Oh, Falken, ja! Wir lernen Falken, Alter. Falken sind coole Tiere. Also so, nur mal so Kleinigkeit. Du sollst unter Faith, da gibt's Divination. Ja, da kann man die Zukunft vorhersehen. Ja, das hilft dir dann halt an manchen Stellen. Da merkst du dann, was muss ich jetzt als nächstes können. Das ist praktisch so dein Wallhack. Okay, überlegen wir mal was. Nee, aber weißt du was, ich habe mir gerade das andere so überlegt. Da haben wir zwar keinen Bonus drauf, aber ich glaube, Agilität ist auch nicht so gut, weil dann. Ich habe so das Gefühl, man wird ja an aller Stelle versucht umzubringen. Und deswegen werde ich jetzt hier Agilität und zwar Reflexe. Die Frau muss ausweichen können. Gut. Und hier machen wir Expression nochmal was? Nein. Scheiß drauf, die Frau muss nicht singen können. Die kriegt nochmal, oder warte mal. Ich würde Divination machen. Divination, ja. Decoration ist, glaube ich, jetzt auch nicht so. Aber da hat die so einen Bonus drauf. Dann machen wir jetzt Divination. Nee, Faith war das, ja. Faith und Divination. Gut, Frau, lern die Zukunft vorherzusehen, damit du deinen eigenen Tod vielleicht siehst. You learn that the gods cannot be forced to divulge information about the... Warte mal, was? Ich dachte genau das wollen wir lernen. Okay. Teacher walks around you, prodding a finger at you. Okay. Also das heißt, der läuft um uns rum und piekst uns die ganze Zeit. Ja, und du musst dem halt ausweichen. The castle seems quieter. Ja. It seems like we get more servants every day. Das sind bestimmt alles Meuchelmörder und Giftmischer. Garantiert. Oh ja, komm, reden wir mit der Frau. What is it you wanted to teach me? First, I need to know if you have your mother's crystal. Bitte was? What crystal? The source of power for any Numen is a particular magical crystal. Once you have bonded with it, it becomes a part of you as long as you live. The royal crystal has been passed down from ruler to ruler for generations. It belongs to you now, except that the king may be keeping it from you. Do you have a crystal? Of course. Oh. Hmm? She holds out her hands, light flickers above her bosom, and then with a shower of sparkles, something takes shape. Das reach out to touch it, and it dissolves away into nothing. Aww. Aww, belongs to me. Ja, dann müssen wir sie halt umbringen, dann können wir ihren Kristall nehmen. Nein, den kannst du nicht glauben. You need to find the crystal that belongs to you. Alles klar. Aww. Ziemlich aus mit dem Mut. Wir sind immer noch, okay, wir müssen jetzt mal was gegen das Depressed machen. Ich hab mal Lust, dass wir irgendwas anderes skillen. Wir machen immer noch Agilität, weil ich glaube, dass wir müssen immer mal wieder eine Messer oder sowas ausweichen. Und deswegen, wir machen, doch, das machen wir jetzt so weiter. Los, Frau, lernen ausweichen. Dropping your favorite plate is bad luck. Okay, das hätte ich ja auch sagen können. Ja, weil dann halt deine favorite plate kaputt ist, ne? Mhm. So, one of the maids approaches for your attention. My lady, couriers have arrived from the Duke of Setna. Oh Gott. The Duchy of Setna is in Talas. They have brought you a letter and a gift. Condolences and best wishes. Oh, what a beautiful necklace. Court manners fail. Wir versagen ja bei... Hey, Court manners, da können wir ja noch gar nicht. Something sparkly will make me feel better. Halt sofort von dem Depressed weg. Okay, was ist... Aber jetzt sind wir gerade eher afraid. Okay, ich will, dass wir cheerful werden. Was können wir denn... Wenn du Court manners lernen möchtest, dann musst du yielding sein. Ach, yielding. Okay, scheiß drauf, dann machen wir das hier. Da können wir ganz viel yielding, aber sind wir auch depressed und pressured. Ich glaube, wenn du das machst, dann wirst du wieder depressed. Aber wenn du es nochmal machst, wirst du dann yielding. Okay, dann gehen wir jetzt. Sitting in court sessions is not fun at all, but it pleases your father and may be important for your future. Na bitte. Ja, jetzt sind wir... Was sind wir denn jetzt? Depressed ja, schon wieder. Aber schauen wir uns den Mut. Wo ist denn hier? Ja, also nochmal zweimal yielding, aber dann gehen wir nochmal depressed. Wir müssen einmal depressed runter machen und dann zweimal... Ja. Oder so. Irgendwie. Okay, mehr Reflexe. Die Frau, das mir einfach mal so. Da haben wir ja keinen Bonus drauf. Los, Frau, lerne die Zukunft. lern ausweichen und erst Zukunft lesen und dann ausweichen, aus welcher Richtung das... Das ist gut, das macht Sinn. You may now play sports on the weekends. Alles klar. You spot a familiar figure in the palace gardens. It's a Duchess of Ursul. Okay. Let's see, there's a woman in the robes of a priestess. They are very close together, their hands gently touching as they speak. Looks like she's busy. Okay, at that moment you know something unusual. It looks like someone has just left a servant, a thief, or an assassin! Climb up to look over the hedge, call the guards, run and hide. Wir haben Reflexe gelernt, wobei wir können natürlich auch... Naja, das Problem ist, wenn wir die jetzt verhaften lassen, dann ist es... Naja, wenn du die Rechte rufst, dann ist er weg. Ja, komm, wir klettern drüber. Los, Frau, kletter! Oh je. Nein! You look...
but you're not sure of the places. You run over to the statue and try to pull yourself up to the pedestal, but it's too awkward to get you there. But this time, whoever you saw is probably gonna wait. Bäh. Ah, da hat es ja kein Climbing. Die Frau kann nicht klettern. Warum macht mich Sportspielen aggressiv? Wenn ich, weil ich verliere, oder was? Okay, wir machen jetzt eins depressed weg. You attend services in the castle. Okay. Oh, was, oh, was ist, was, ist jetzt? Was ist jetzt? Afraid. Ja gut, aber dann, dann will ich danach yielding, damit wir so solche... Ja. Ich glaube, solche Sachen wie Court Manners oder sowas, das ist auch gar nicht mal so unwichtig. Ja. Wir machen noch einmal Divination und dann noch ein paar Reflexe. So. Weil dann sind, da dürfte das bei fast bei 50 sein. Ja, oh super. So, und das auch. Dun, dun, dun. Bam, so. Und dann können wir jetzt andere Scheiße lernen. So, walking up the stairs and make cups running down holding a towering pile of linen. Hier, ja. meine Reflexe haben was. Hier, bam, siehst du, ich bin ausgewichen. Ja, Mann, easy. Shazam. Siehst du, hat schon was gebracht. So, und jetzt will ich yielding werden. Oh, jetzt ist yielding. Ja, jetzt, das ist super. Gut, was können wir jetzt? Jetzt können wir Royal Demeanor. Ja, das leveln wir sofort. Ich möchte bitte, ich möchte elegant sein und, nein, Präsenz zeigen. Präsenz. Und Level Präsenz. Und Composure, das ist ja auch so, wie man sich ne, unter Kontrolle hat. So, komm. Ich würde Präsenz auf jeden Fall. Präsenz. Reflexe nicht mehr. Warte mal, was wollte ich noch? Agility kriegen wir einen leichten. Kriegen wir hier. Oh, History. Ja! Wir müssen viel über unsere eigene Geschichte wissen. Ja, hallo, das, wir können nicht Königin von einem Land sein, wo wir nichts darüber wissen. Das funktioniert nicht. History, Northern History. Daran ist es bei mir noch nicht so sehr gescheitert. Andere Völker können mich mal. Ich will über mein eigenes Volk was wissen. Ich marschiere nachher in andere Länder ein. Da muss ich nicht so viel über ihre Geschichte wissen. Mhm. Hier. Also, ich glaube nämlich erstmal, Militär will ich auch noch leveln, aber meine Überlegung ist, ich versuche jetzt erstmal... Am Anfang muss ich ein paar Wochen überleben, weil das ist die Phase, da halten mich alle für schwach. Wenn du da Stärke zeigst und Attentaten ausweichst. Ich mach noch eine kurze Kleinigkeit. Oh ja. Stimmt. Oh, wir haben den König immer überdeckt, das geht ja nicht. Ja, ah, Sekunde. So, weiter geht's. There is a man here to see you. He wishes crown funding for a project of his. Okay, remember the treasury is not unlimited. If you choose to invest, you will have less money to work with later. Your Royal Highness, I have a plan to print books using metal letters which can be moved and reused. Oh, der will den Buchdruck erfunden. I need to borrow 875 Lassi ist bestimmt scheiße viel. To assemble the metal and the factory to mold and cast the type. With this system, we will be able to create new books in a fraction of the time it takes now and make copies to send it all over the world. Ja, super. I don't know much about factories or trade. Would that really be worthwhile? We are not interested. Wie? Weil wir jetzt keine Ahnung von dem Scheiß haben, sagt du hattest keine Ahnung davon und dann fahren sie Buchdruck nicht gut. Ah, habt ihr jetzt keinen Buchdruck? Also wir haben jetzt gerade den Buchdruck verhindert. Ihr habt gerade den Buchdruck verhindert. Okay. Von mir aus. Was wollte ich? Yielding, ne? Ja, Yielding ist gut. Dann gehen wir mal hier rein. Dann wird man auch ein bisschen afraid, das ist gut. Wenn die paranoid ist, dann weicht sie Messern aus. Das funktioniert so nicht. Doch. Na, ja, die bösen Leute eben drin. So, Skills, pass auf. Ah, siehst du, jetzt kriegen wir ja mehr Bonus. Und hier kriegen wir jetzt ganz viel Bonus drauf. Dann machen wir danach ja, mal Lore. Den Bonus kriegst du ja nur wegen, weil du davon schon was gemacht hast, den Komma-Bonus. Mhm. Also, wir machen noch mal ein bisschen Präsenz, glaube ich. Ja, das ist eine gute Idee. Und danach machen wir ein bisschen Lore, weil das haben wir schon mal auch schon mal gefailt. Wir müssen ein bisschen was über den Glauben wissen, der in unserem Land da praktiziert wird. Also, die Frau ist komplett ungebildet. Ich meine, sie ist 14, okay, aber wieso denken die, dass es eine gute Idee ist, dass die Königin wird? Die hat ja keine Ahnung von gar nichts. Ja, irgendwo muss Königin werden. Your Highness, my sympathies for your loss. Even after all these years, I sometimes forget that my own mother will never be coming back. Oh, Schleimer. Thank you. However, I must call for your aid. The Uxonite occupation of the country of Imbrium has gone on for too long. Now is the time to push back. Ugh. Ja, und du weißt nichts über den Krieg, also hast du gefailed. Military failed. I don't know anything about military. I don't want to fight. There must be a peaceful way to settle this. I will send for diplomats from Ixion and try to come... Thank you, Your Highness. Johannes, if I may ask, the necklace you're wearing, where did it come from? Boah, das hat uns so ein Typ gesehen, ne? Then you've made arrangements, it's news! Ach, das war ein... Ah, natürlich, das war ein Verlobungsgeschenk.
Oh. Didn't realize. Ja, das ist doof. Kacke, also wir hätten jetzt eigentlich schon auf Militär gehen sollen, um die Grenzen da... Oder, dann hättest du das beantworten können. Also meine übliche Militärprinzessin hat das ohne Probleme geschafft. Ja, aber Militär führt ja am Anfang zu nichts. Wir wollen ja später zurückschlagen. Die sollen jetzt nur dieses... Ja, ja. Das war ja nicht mal unser Land, das war ja irgendein anderes Gebiet. Deswegen, hey, die sollen doch ruhig... Das ist wie in Game of Thrones, ja. Weißt du? Du musst die ganzen Adlinge auf deine Seite ziehen, sonst versuchen die dich alle umzubringen. Ja... Aber erstmal, es gibt ja jetzt schon Leute, die mich umbringen wollen. Denen so. Erstmal ausweichen. Danach werden wir mit meiner Militärmacht zurückschlagen. Wollen wir hier eigentlich Karts oder machen wir ein langes? Ich erwarte irgendwie jederzeit, dass ich sterbe grausam und dann können wir das nochmal versuchen. Musst du noch ein Weichheit. Also wir können auf jeden Fall noch einen Teil machen, der hält nur so lange wie den hier. Gut, dann machen wir mal einen Cut, nachdem wir jetzt. Wir gehen mal hier irgendwo das noch wohin. Kannst mit deinem Vater reden. Wir sprechen mal mit dem Vater. Hallo Vater. Dad, what happened to Mom's Lumen Crystal? It's in a safe place. Can I have it? No! But it's mine! Meddling with magic killed your mother. I don't want that happen to you. Once you're crown queen, I can't stop you from doing anything you want. But for now, you are still a child. Ach so. Ja. Sie ist ein Kind, aber du lässt sie theoretisch Armeen befehligen und ja. Den Buchdruck verhindern. Du hast sie gerade den Buchdruck verhindern lassen. Korrekt. Okay. Gut, dann machen wir hier. Wir machen Cut.